Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem, ja, doch schon Special Video. Wie ihr eventuell hier sehen werdet, gucken wir mal, ich schaue mal, dass ich mich hier irgendwie ein bisschen hinpacke. So, wie ihr eventuell sehen werdet jetzt, da seht ihr einen Barbar. Ja, ich habe mich damit mal beschäftigt und dachte mir, oh, es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn du da irgendwie was hättest in der Richtung. Habe mich ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Geht darum, dass man die ja käuflich erwerben kann, aber zu einem Preis, der meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Ich habe mich mal mit einem Hersteller aus China so ein bisschen, ja, beschäftigt. Und ja, unter anderem, es gibt natürlich nicht nur den Barbaren, es gibt natürlich den Packer, der preislich absolut horrend ist, also das geht gar nicht irgendwie. Dann natürlich, ja, Magier, gibt den Barbarenkönig. Und natürlich, wo ich ganz scharf drauf war, eigentlich die Boogie Queen. Die hätte ich schon ziemlich gerne. Ich will einfach mal eure Meinung dazu wissen. Was wäre oder würdet ihr sowas haben wollen? Was wärt ihr bereit dafür auszugeben? Und so weiter und so fort. Also lasst mich da einfach mal ein bisschen was wissen. Also wie gesagt, ich kann euch sagen, es gibt sowas. Ich bin bei der Boogie Queen, habe ich jetzt schon andere Bilder so gesehen und so weiter und so fort. Ich will euch auch nicht zu viel dazu sagen. Ich will euch einfach mal dieses Input was da lassen. Und was sagt ihr dazu? Ja, ist cool oder ein totaler Quark, wie auch immer. Also ich denke mal, cool finden es so gut wie alle. Bloß wie gesagt, da muss ich jetzt sagen, da haut mich die Qualität jetzt nicht so ganz vom Hocker. Der Packer sah schon echt mega aus, aber ich lasse mal die Katze aus dem Sack, der soll 75 Euro kosten. Wo ich sage, nein, dafür würde ich mir das Ding gar nicht hinhauen. Bei der Boogie Queen bin ich bei, wenn ich ein bisschen am Verhandeln bin, sage ich mal, so um und bei 15 Euro. Das ist so eine Sache, wo ich sage, gut, okay, aber lange Lieferzeit und so weiter und so fort. Also, und bei einer gewissen Abnahme. Also ich würde einfach sagen, was weiß ich, habe dem Mann geschrieben, habe gesagt, ey, na, wie sieht's denn aus, wenn ich 10 Stück davon nehme und so weiter und so fort. Man muss den ja dann immer einen Knochen hinwerfen und so weiter. Aber ja, wie seht ihr das? Also sagt ihr, ja, geil, nein, wie auch immer. Also gebt mir einfach mal ein bisschen Input, soll es darüber noch ein Video geben, wie auch immer. Also haut mal einfach raus, weil wie gesagt, ich stehe so ein bisschen im Wald und bin auf euer Comment einfach mal angewiesen. Wäre ganz, ganz, ganz toll. Also wie gesagt, es gibt Figuren, man kann sie käuflich erwerben und lasst mich einfach mal wissen, wie es aussieht. Also soll ich mal eine Großbestellung machen oder wie auch immer. Wie seht ihr das? Reingehauen.